Die Rennbahn Berlin präsentiert Ihnen die V7 Plus v für Sonntag, den 30. Juni 2024. Die V7 Plus-Wette auch an diesem Sonntag mit einer höhe von 10.000 Euro. Und es ist der Start der dreifachen Krone. Unser adbelt toddington renntag und der ist wirklich stark besetzt. Es könnte vermeintlich einfach sein, diese Wette zu treffen, aber das sind vermeintlich auch die schwersten. Und ähm, ich fange gleich mit einer Bank an. Und zwar im Amateurfahren ist Millennium Heyday die Bank Nummer 1 mit Andy Marx im Sulki. Drei Starts jetzt, drei Siege für das neue Quartier und jeweils mit einer äh, Überlegenheit gewonnen, sodass ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Und wenn er sich kein Bein selber stellt, dann sollte er hier auch dieses Rennen gewinnen. Und somit ist Millennium Heyday hier das zu schlagende Pferd für mich. Wenn man ihn nicht im ersten Rennen bankieren möchte, dann denke ich, dass man mit Heartbeat gehen sollte und Larry Leisure. Heartbeat zuletzt ein bisschen im Verkehr stecken geblieben. Da hätte man vielleicht eine andere Taktik wählen sollen. Und Larry Leisure, der kommt, der hat eine gewisse Klasse und da sitzt jetzt Daniel Wagner im Surki. Also der ist für mich auch brandgefährlich. Sechstes Rennen und hier kommen wir zur Stutenabteilung im Adbert-Hoddington-Rennen. Und auch hier wäre eine mögliche Bank, die ich sehe, mit Speedwise Lady S, ein Pferd, was vor Kurzem noch in Paris-Vincennes gewonnen hat, und das ähm, recht souverän. Ähm, Michael Rotengatter hat ungefähr nach 1.000 Meter die Führung übernommen und dann das Tempo selbst diktiert. Und er kam wirklich zu einem sehr sicheren Erfolg. Also diese Speedwise Lady S muss erstmal geschlagen werden, sofern sie denn auf den Beinen bleibt, weil das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Gehen wir der Reihe nach durch. Wer könnte gefährlich werden? Natürlich South Carolina Arts für den Stall hat. Drei Siege en suite. Robin Botze sitzt im Sulki. Also die werden sich nicht schnell geschlagen geben. Auch Whispering Angel. Hier waren fünf Starts dieses Jahr. Vier Siege. Seppi Franze sitzt jetzt nun wieder selber im Sulki. Natürlich Nike mit dem ja, guten Rekord oder besten Rekord im Feld von 1,12,4. Michael Nimczyk hat die Fahnenleine in der Hand. Und interessant finde ich dann noch die sechs Newborn-Stil mit Dion Tesla. Man war hier bereits Fünfter zu Nero Scherma. Jetzt hat man einen Startplatz in der ersten Reihe und wir kennen Dion, der weiß natürlich, einen Startplatz aus der ersten Reihe auch auszunutzen. Also für mich die 1, die 2, die Drei, die 4 und die 6, gebe aber klar zu erkennen, dass Speedrise Lady S mit Michael Rotengatter das zu schlagende Pferd ist. Siebtes Rennen, wirklich ein ähm, tolles Frei für alle, was hier zustande gekommen ist. Ähm, erste Band ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, dass die auch hier äh, ganz weit vorne sind. Ich gehe von oben nach unten. Uccellone mit der 3 hat jetzt einen Probelauf absolviert. Dem könnte eventuell noch das Rennen fehlen. Aber er hat die Klasse und er hat den besten Startplatz gegenüber den anderen, denn der startet aus dem Band aus der ersten Reihe. Aus der zweiten Reihe gehen ab Purple Rain. Ähm, Robin Bott fährt, steht voll im Saft. Ähm, ja, Bahnrekordhalter sowohl in Wien als auch ähm, in 112 hier gewonnen also wirklich ganz starke Leistungen äh, von Purple Rain und in Gladbach auch Bahnrekordhalter soweit ich weiß also dieser Purple Rain ist wirklich ähm, ja, sehr beständig und tritt hier auf seiner Lieblingsbahn an. Die 6. Kato ähm, der war letztes Mal hinter Purple Rain, hat aber nun ein Rennen im Bauch und könnte konditionell gefördert sein. Also den würde ich noch nicht abschreiben und natürlich Isla darf man sowieso nicht abschreiben. Die steht genauso wie mit den vorgenannten hier von der Gewinnsumme perfekt im Rennen. Also das sind schon mal vier Kandidaten und dann kommt der Derbysieger zurück an die Erfolgsstätte, wo er hier seinen großen Triumph 2023 feiern durfte, Champus mit Seppi Franzel und der muss als alleine 20 Meter geben. Über die Mittel oder über die lange Distanz hat Seppi natürlich jetzt ein bisschen Zeit, äh, den Anschluss an das Feld herzustellen, aber ich sag mal, der wird ihn auch nicht auseinandernehmen, um dieses Rennen hier zu gewinnen. Er braucht wahrscheinlich das Rennen, um im Rhythmus zu bleiben, aber das ist kein Zielrennen. Achtes Rennen Silberserie fünfter Lauf. Ich gehe mit drei Pferden. Mit der vier Global Commission, da könnte es doch mal reichen. Zuletzt der zweite Platz zu Dominic Jet war schon sehr gut. Hat jetzt Startplatz vier. Und Dominic Jett starb Platz 8. Da könnte vielleicht eine Formkehr drin sein. Bleiben wir bei Dominic Jett, der letzte Mal ja von der Spitze aus gewonnen hat. Der hat erst vor den Tribünen das Kommando übernommen und kam dann zu einem sicheren Sieg gegen Liberto und auch Global Commission. Also, das sind schon mal zwei Pferde, die sie brauchen: die 4 und die 8. Und ich würde einen Captain Olaf nie auslassen. Der liebt harte Rennverläufe. Und ähm, ja, je anspruchsvoller die Aufgabe, habe ich das Gefühl, umso besser ist er. Also, die 6 nehmen wir mit. 4, 6 und 8 mit Abstand. Dahinter für mich in zweiter Reihe die 1 Geronimo, hier natürlich interessante Fahrerverpflichtung Robin Backer und die 5 Sir Robert mit Pinky Hönemann. Der trifft es jetzt zum äh, Tick leichter an als beim letzten Start. Neuntes Rennen, Hauptereignis Bill toddington 2024. Darauf freuen wir uns, der Derby-Jahrgang stellt sich nun vor. Die drei Nelson Newport, drei Starts dieses Jahr. Drei Siege und klare Waffe Nummer eins wird, wurde immer wieder erwähnt. Das ist hier das zu schlagende Pferd. Der Celebrity Maserati Sohn hat hier wirklich eine optimale Ausgangslage erwischt, hat die drei gelost bekommen. Also optimale Voraussetzungen. Sehr interessant finde ich die sieben Zoom Diamant mit Robin Backer im Wagen. Zuletzt hier im Rahmen der Silberserie gegen erfahrene Pferde gelaufen. Und da ist er so ein bisschen im Verkehr stecken geblieben, auf der Zielgerade so ein bisschen Slalom gefahren. Also Zoom-Diamant muss ebenfalls mit. Vielleicht reicht ein zweier Weg. Aber ich denke, dass man ähm, gut auch gerne noch so drei, vier Pferde insgesamt mitnehmen kann. Zum Beispiel die 1 Daniel Haseler, Startplatz 1, Startrampe für Dion Tessela zum Beispiel. Der war in Skive, zweiter, in ein 12 6 zu so Point of Perfect. War aber auch schon hinter Zoom-Diamant. Die zwei Navajo MH, da war man sehr zufrieden mit dem Jahresdebüt. Da war man Zweiter zu Nero Schärmer. Dieser Start hat ihn noch weiter nach vorne gebracht. Also, ich denke, im Quartier hat man ganz andere Ambitionen. Wenn sie weitergehen wollen, für mich also die 1, die 2, die 3 und die 7. Zehntes Rennen und auch hier eine mögliche Bank. Wenn Sie denn wollen, die vier Ex Miss Ass, drei Starts dieses Jahr, drei fährt hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr nochmal deutlich gesteigert. Also diese Stute muss erst einmal geschlagen werden. Von wem könnte sie geschlagen werden? Ich würde die fünf mitnehmen. Wim Haseler mit Dion tessler war zuletzt in einem Amateurfahren, zweiter in Deundicht. Das ist eine kleinere Bahn, kam da aus der zweiten Startreihe noch gut auf. Und natürlich. Was kann His Highness S, die Nummer 7 mit Jürgens Unison? Letzte Mal Startziel in 1,13-0. Wenn der das wiederholt, dann muss der natürlich hier ernst genommen werden. Die vier, die fünf und die sieben im zehnten Rennen. Und dann kommen wir schon zum letzten Rennen und hier kommt die Bank Nummer 2. Und es ist Oma Newport mit Robin Backer im Wagen für die Besitzergemeinschaft Islika Thomas Kamp. Ähm, Tolle Quali, muss ich sagen. Mit Paul Hagort in 1.15.6 hat er sich von den Pferden gelöst. Der letzte Kilometer mit einer 13er-Zeit und die letzten 500 Meter in 12,4 Und ich denke, wenn er das hier zeigt und glatt vom Start kommt, dann ist er hier nicht zu schlagen. Die V7-Plus-Wette am adbelt toddington renntag mit 10.000 Euro Garantie. Viel Erfolg!